Guckst du, hast du eine Wolke oben drüber hängen? Fuck, was kommt denn da? Alter, guck, was da kommt. Da hängen ein paar Liter Wasser drin, hey. Ja, komm, dann machen wir wieder. Geben wir mal Gas, oder? Ah, Freunde, auf dem Weg. Fuck. Auf dem Weg nicht nach Paderborn. Ich weiß nicht, ich verwechsle immer Oldenburg mit Paderborn. Also, Freunde, wir sind auf dem Weg nach Oldenburg. Vertriebsoffensive. Und da werden wir wieder ein bisschen Party machen mit Dirk. Dirk Kräuter, ihr kennt den Dirk. Und da bin ich wieder engagiert das ganze Jahr als Fitnessanimateur. Das heißt, pam, pam. Zugfahren ist sensationell, wisst ihr warum? Erstens mal lesen. Endlich komme ich zum Lesen. Und wisst ihr, was auch mega ist, ist einen leckeren Früchtetee. Ah, herrlich, ganz entspannt, ohne Stress, im Zug sitzend, kein Stress auf der Autobahn. Locker dahingleiten und ganz wichtig, die Bahn hat keine Verspätung. Ah, lecker. Das Früchtetee. Guck, rot. Früchtetee. Hast du den Hanf reingemacht? Nee. Hast du keinen Hanf reingemacht? Nee. Kostet extra. Ach so. Ich hätte gerne ein bisschen Hanf drin. Medizinisches Hanf. Soll gesund sein. Soll ich jetzt noch was sagen? Nee, wann kommen wir zur Zeit an? Ach so. Wir haben jetzt 10 vor 8. Wir sind jetzt genau noch 2 Stunden und 37 Minuten unterwegs. Und dann würde ich sagen, Freunde. Was stinkt hier so? Alter. Kann ich dir sagen, was es ist? Alter! 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 Oh, hey, Alter. Ernährung unterwegs? Stimmen wir jetzt raus vor das Fenster, das geht nicht. Können wir es noch nicht stehen lassen? Alter, was ist das Ding da aus? Puh, das ist kein Kühlschrank hier im 4-Sterne, 3-Sterne Hotel. Deswegen stellen wir das Ganze jetzt raus. Es kann sein. Oh, du stürzt das nicht runter. Okay. Was ein Drama. Morgen früh machen wir das Fenster auf, dann rasselt die ganze Scheiße runter. Keiner dran denkt. Achtung. Ah. Au, jetzt geht. So. Warte mal. Schräg machen müssen wir, verstecken wäre. Gut, passt. Ja, wunderbar. So einfach geht es. So, kleiner Rundgang. Das ist der sogenannte Flachbildschirm. Ein sogenannter 8 Zoll maximal. Und ja, oh, ist doch eine Dings, eine Kühltruhe, oder? Nein, keine Kühltruhe. Ah, stopp. Für frisch verliebte Paare. Heiße Liebe. Ziehen wir uns heute Abend noch ein Tässchen heiße Liebe rein. Das kannst du selber machen, ohne mich. Nee, was ist das hier? Das ist türkischer Basar oder so irgendwas. Nee, türkischer Apfel. Was ist das hier? Oh, das ist für dich, Sweet Kiss. Oho. Oho. Ja, für die Franzosen, ne? Oho. Ich nehme heiße Liebe. Ich nehme Sweet Kiss. Zack. So, haben wir sonst noch was? Ich glaube, wir haben hier ein Unikat und zwar... Ein sogenanntes getrenntes Scheißhaus. So. Also kann einer kacken, während der andere... Jetzt müssen wir jetzt piepen. Während der andere hinten sich waschen kann. So. Eine Luxusdusche. Lass mal gucken. Aber warm ist auf jeden Fall hier drin. Und es gibt einen Föhn. Föhn, haben die einen Föhn? Ja, guck mal da. Oh. Oh, das ist wichtig, weil es kann sein, dass morgen meine Perücke scheiße aus. Wir waren doch mal in diesem einen Hotel, wo waren das? War es nicht ein Landshut? Wo wir das war ein Landshut, wo die aus der Wand rausgerissen haben. Ich glaube, ich habe da noch die Bilder. Echt noch? Stimmt, da. Den blenden wir jetzt ein. Okay, also ein Föhn ist da für meine Perücke, das ist wichtig. Dann sehe ich morgen scheiße aus. Was wir jetzt noch machen, ist gucken, ob irgendwelche Kalkränder noch da sind. Ja, also Putzfrau, wie heißt die Putzfrau nochmal? Anna. Anna.
Siehst du das da unten? Guck mal. Das sind Kalkränder, Anna. Gibt's morgen kleine Beschwerde? So geht's nicht. Sonst alles gut. Ihr wisst, was es ist? Taschentücher. Oh, Naniertücher sind das, keine Taschentücher. Natürlich. Das sind im Dings. Hey, die gibt's im Puff auch. Ja. Du weißt? Ah, ja. Ah, ja. Ey, klar. Hör mal, bei mir neben meinem Fitnessstudio, ich habe jetzt den zweiten entdeckt. Im Umkreis von 20 Metern. Da bin ich ziemlich, bin ich dann nicht vorbeigefahren, wo ich in Offenburg da an der Straße war gefahren. Ja, das ist ein Fitnessstudio und Puff nebendran, genau, oder? Genau, da sind wir vorbeigefahren. Wo gehst du dann hin? Ja, in die größere natürlich. Okay. Eine heißt, warte, Namen darf man nicht sagen, ne? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Venus oder so irgendwas, oder? Nee. Wie lange? Ja, nee, wir machen keine Werbung jetzt. Nein, wir machen keine Werbung. Aber ich sag erst, wir machen keine Werbung. So, mir reicht's jetzt. Jetzt ist 10 vor 11. Heute Morgen war ich um 6:30 im Geschäft und jetzt ist 10:30. Schnauze voll. Cut. Warte mal, warum? Hä? Warum die Wände auf den Kopf gestellt? Warum die Wände auf den Kopf gestellt? Alter! Weil ich so rum sieht alles eben. Hoppla. Hoppla. So, also ab unter die Dusche, Frühstück. Boah. Und dann. Boah, meine Dusche ist da rum. Dusche ist da. Ja, die sind hier getrennt. Toilette, Dusche. Mach ich jetzt erst das Dusche kacken oder duschen? Darm. Gut, dann gehe ich da mal rein. Du weißt noch, wie die Halle heißt, oder? Weser-Ems-Halle. Da, wo sie alle hinwollen heute Morgen. Ja, das ist meine erste. Ach so, okay. 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 So, jetzt gucken wir mal rein hier. Da hat sich jemand gemeldet. Ah, der Ricardo. Sehr gut. Richtig, ich leite das operative Geschäft bei Cleverfit, bin seit Beginn an dabei und habe mich quasi vom Stuhlleiter hochgearbeitet. Gerne mache ich mir ein Interview. Ich bin bei den VIPs dabei, bis gleich. So. So, also es war jetzt Ricardo Grist. Er ist der, du hast gesagt, CEO? CEO bei Cleverfit. Und den werden wir nachher treffen, mit dem werden wir ein schönes Interview machen und ihn mal ein bisschen auf den Zahlen füllen, was Cleverfit so kann und was der Unterschied ist zwischen Cleverfit und allen anderen Studios. Ups. Wie lange brauchen wir? Es ist gleich, oder? Optimale Vorbereitung. Ah. Shake it, baby. Sagst du? Wir sollen. Hä? Wenn die Lisa schreibt, dann ist meistens Alarm angesagt, oh, komm bitte schön dich verkabeln. Den Teil haben wir noch nie gemacht. Es ist ein neues Programm, das heißt alles ein bisschen Freestyle. Und Freestyle heißt, Schlüssel. Alles Mögliche. Das sitzt. Ja, das ist nicht. Ich kritisieren das Ganze. Es gibt eine ganz spannende Geschichte mit Katzen. Katzen wissen, dass ihr Glück in der Schwanzspitze liegt. Weiß ich auch. Dann bitte. Ich kann hinlaufen, wo ich will. Okay. Und mein Glück verkabeln. Folgt mir ständig. Verkabeln. So, das eine ist Akzeptanz.
ist 20 vor 9. Das waren jetzt 13 Stunden. 13 Stunden auf der VO. Oh, jetzt bin ich müde. So, Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Tag 2, Vertriebsoffensive. Nicht in Paderborn, sondern in Oldenburg. Ein Running Gag. Ich habe es nämlich vergessen gehabt, wo wir sind. Ist mir wieder eingefallen, nachdem ich meine Tabletten genommen habe. Wir sind hier VO in Paderborn. Nein, nicht Paderborn. Fuck. Freunde, hört ihr mich überhaupt? Wenn ihr mich nicht hört, macht nichts. Wir machen jetzt mal eine Runde und gehen einmal durch. Okay? Also. So. Jetzt müsstet ihr mich wieder hören. Wir gehen einmal davor. Dass ihr mal seht, dass das über 2000 Leute sind. Kommen wir weiter rüber. So, Achtung. Einmal in die Menge, bitte. So, das sind verdammt viele Leute. Schau mal, über 2000, ich habe die Zahl gar nicht genau. Sehr, sehr viele und vor allem sehr geiles Publikum. Wisst ihr warum? Weil sie mitmachen. Jetzt gehen wir mal nach hinten. Morgen. So, hier gibt's einmal Futter. Futter. Da gibt's junge Männer, die alle noch zu haben sind. Okay, dann gehen wir weiter. Da hinten ist der VIP-Bereich, oder? Hier gibt's was Schönes. Softeis. So, willst du ein Softeis? Nein, will ich nicht. Komm, ich mache mal den Apparat hier an. Pff. Gut, einmal da. Guten Morgen, Sie kommen im Fernsehen. So, wir wollten nur mal den Leuten zeigen, wo wir sind. Und dass du dich gerade im VIP-Bereich aufhältst. Du bist doch auch VIP, oder? Er ist auch VIP. Er ist VIP, er darf VIP. Guten Morgen, guten Morgen. Bist du fit? Ich bin fit. Hast du dein Workout heute gemacht? Noch nicht, aber da ich mich heute ein bisschen konzentriert habe, heute 5 Workouts haben, habe ich ein bisschen langsam gemacht heute Morgen. Bist du auf 5 Workouts vorbereitet? Ja, ich habe auch gesagt, ich mache heute Morgen keine, denn ich mache welche mit dir heute. Super. Ist das nicht geil? Sehr geil. Super, bis gleich. Freue mich auch. Bis gleich. Bam. Oh, geht los. Leben damit verbringen, Zucht zu nehmen und das Geld auszugeben, was die anderen auf selbst schätzen. So, Freunde, es geht los. Es geht los. Zweiter Tag. So, Freunde, einmal zuhören. Plötzlich wurden regelmäßige Uhren an den schönsten Orten der Welt gebucht, das Haus renoviert, du mal schnell abbezahlt. Ist doch logisch, dass das Betrug ist. Ist schon an? Läuft schon, Freunde. Das war gerade eben mit drauf. Oh. Shit, schneidest du aber raus, bitte. Nee, also Freunde, heute halte ich das Mikrofon elegant in der Hand. Ist ein bisschen klein für Mr. T. Freunde, wir sind hier heute Abschluss Oldenburg. Also nicht Paderborn, auch nicht Offenburg oder sonst irgendwas. Hier in Oldenburg Abschluss. Wir hatten ein sehr, sehr geiles Wochenende mit sehr, sehr geilem Publikum. Und natürlich mit, zum Beispiel, wie man hier mal sehen kann, drehe ich einfach mal um. Mit ganz viel Helferlein, die hier das Ganze überhaupt möglich machen. Ohne die wäre das Ganze nicht möglich. Und das war sehr, sehr geil. Und jetzt haben wir genau eine Woche Zeit, ne? Zum Regenerieren. Und dann geht es weiter. Ne, sind 6 Tage, ja. Dann geht es weiter in Schwerin. Wobei, wir haben jetzt erstmal noch eine Rückfahrt hier von Oldenburg nach Karlsruhe. Mit Paderborn um, oder? Paderborn. Lass mich in Ruhe, ist in Paderborn. Mach ich mich ganz durcheinander mit dem Paderborn. Auf jeden Fall fahren wir jetzt ein paar Stündchen zurück. In diesen paar Stündchen weiß ich, dass der Cedric wieder keine Ruhe gibt. Der wird wahrscheinlich irgendwelche Filmchen schneiden, Bildchen machen. Und ich freue mich schon extrem auf diesen Vlog. Richtig ausgesprochen? Ja. Vlog. Den ersten. Oder Vlog. Vlog. Also ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr fragt, einfach Cedric. Der Film, den Sie sich gerade angucken. Das ist der Film, den ihr euch gerade anguckt. Das ist ein Vlog. So, also Freunde. Das kann man nicht essen. Nein. Freunde, ich bin ein bisschen durcheinander. Das ist normal sonntagabends, wenn man ja vor so vielen Menschen den Hampelmann gemacht hat. Bisschen durcheinander, also ich freue mich natürlich drauf, wenn es euch gefreut hat und wenn es euch gefällt, was ihr da zum Angucken habt. Also ist eine Riesenfreude, wenn ihr danach dann natürlich auch auf jeden Fall den Daumen nach oben bitte. Und zwar richtig. Ihr könnt den
Vlog auch richtig abfeiern. Ihr könnt ihn teilen, ihr könnt ihn kommentieren, ihr könnt ihn verschenken, was auch immer. Wir freuen uns. Und unten drunter findet ihr bestimmt auch noch ein paar Links, oder? Ja, ja, klar. Und nächste Woche geht's weiter. Wenn ihr mal Bock habt, da dabei zu sein, könnt ihr euch auch melden, freiwillig als Helfer, oder? Freilich als Helfer, die suchen tatsächlich noch Helfer. Also wenn du da jetzt gerade zuschaust und sagst, yes, ich will unbedingt immer dabei sein, dann melde dich einfach bei mir, ich leite dich weiter. Oder da, guck mal. Ja, bei mir. Genau da. Gerne, aber ich könnte mich auch gerne bei Andreas melden. Dann hauen wir die auch mit rein. Ja, wir hauen mit rein. Ja, meine Insta-Adresse. Genau. Okay. Also auf Instagram ganz easy. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Also Freunde, ihr wisst Bescheid, nächste Woche Schwerin, vielleicht einen oder anderen Helfer sehen wir und dann kommst du vorbei und gibst uns mal 5 und dann freuen wir uns gemeinsam. Das war's, ich habe jetzt die Schnauze voll und auf Wiedersehen. Zack.